Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wavenger. In der letzten Folge hat uns die Prinzessin aufgefressen, beziehungsweise die Fake-Prinzessin. Und der böse Lord hat uns in zwei geteilt. Aber nach diesen 546 Stichen später waren wir wieder an einem Stück und bereit für ein neues Abenteuer. Via Spot mit dem Schwert der Legende. Wir müssen auch irgendwie noch hier in den Thronsaal da unten rankommen. Ich weiß nur noch nicht ganz genau wie. Shit, und wir kommen nicht mal an den Kompass ran. No, what to do? König, weißt du, was zu tun ist? Nein, ich soll mich nur beeilen. Alles klärchen, ich rette das Königreich. Ich meine, hier haben wir ja wenigstens die Bombe. Wenn wir jetzt noch irgendwie wieder in die Burg kommen, dann ist alles toll. Wir können hier runter. Und wenn wir jetzt nach links laufen, kommen wir dann vielleicht auch irgendwie zur Burg. Ach, man kommt hier wieder raus. Oh, und das, obwohl die Brücke unten ist. Können wir denn von hier irgendwas machen? Ich meine, oh, wir haben auch das Schwert, Leute. Wir können uns hier durchbuddeln. Ah ja, jetzt sind wir wieder in dem Speicher. Können wir hier irgendwas wegsprengen? Scheinbar nicht. Aber hier könnten wir uns durchsprengen. Und hier auch. Und dann kommen wir hier raus. Hier könnten wir dann wieder nach links schwimmen, was uns überhaupt nichts bringt. Hä, von hier kommen wir doch gerade. Leute, wir sind einfach nur einem Kreis gelaufen. Okay, das bringt uns absolut gar nichts. Hier ist auch noch ein Stein, den man in die Luft sprengen könnte. Und mehr können wir hier gar nicht machen mit unserer Bombe. Wir können eigentlich nur noch rechts gehen. Hier muss ich meine Sachen opfern. Oh, bringt das vielleicht auch was, wenn wir hier alles opfern, was wir haben? Oh, guck mal, das füllt sich. Oh, wir können den Opferaltar auf jeden Fall auch hochschieben. Wenn wir da all unsere Ausrüstung hin tun. Oh nein. Spot war enttäuscht, am Berg nichts gefunden zu haben, also sprang er auf dem Rückweg von der Klippe. Nur ein brutaler Aufprall auf dem Boden würde ihn schließlich beruhigen. Das ist sad. So, das habe ich nicht geplant. Das nächste Abenteuer wird bestimmt besser. Spot erwachte mit einem schrecklichen Schmerz im Rücken, aber sein abenteuerlicher Geist verlangte noch mehr Abenteuer. Dumme Abenteuerlust. Wir sind ein alter Mann, ich will kein alter Mann sein. Sind wir wieder der Hund? Der Hund ist irgendwie witzig. Ich mag, wie der rumwobbelt. So, hier, der Yonix hat gesagt, wähle dein Schicksal aus dem Hinweismenü? Ach genau, ja, genau das. Yonix meinte, ich soll hier den Kompass mir abholen und der Kompass zeigt anscheinend das an, welchen Hinweis ich hier ausgewählt habe. Man kann die Dinge auswählen und dann schickt einen der Kompass dahin, wo man hingehen will. Wir nehmen kleine lila Süßlinge. So, und jetzt sollte uns der Kompass eigentlich zeigen, wo wir hin müssen. Nach links, okay, Kompass. Wenn du das sagst, machen wir das. Wir hätten auch eigentlich noch eine Sache. Wir waren ja schon mal hier drin. Hier war aber die Katze hier auf der rechten Seite. Aber wenn wir jetzt nochmal Mr. Wubbeldudel hier mitnehmen. Mr. Hux, der macht ja, dass wir alles lieben. Und wenn wir jetzt einfach die Garde hier vielleicht lieben. Hallo? Geht nicht, weil wir ein Hund sind oder was? Ignoriere diese heroische Musik und steige herunter. Okay, ich gehe ja schon nach unten. Oh gosh. Da, wir lieben so ein lila Ding. Diese glänzenden Augen, diese winzigen Füße. Ach, dieser Diener war zu süß, als dass Spot ihn hätte widerstehen können. Leider schaden sie ihn bei Kontakt schwer. Darum war es nicht die beste Idee, sie zu umarmen. Wie er uns einfach mitnimmt, das ist aber schon süß. Allergisch gegen Niedlichkeit. Ich finde es witzig, wie er uns mitnimmt. Hä, aber eigentlich, ich wollte mit der Wache knuddeln und nicht mit dem kleinen Ding da. Spot verbrachte Wochen im Bett, um sich von der brutalen Allergiereaktion zu erholen. Aber dieser Diener war so süß. Das war es absolut wert. Wie wäre es denn, wenn wir jetzt den König umarmen? König, du bist so süß. Geht gleich, okay, Wie wär's mit dem Shopkeeper? Oder mit dem alten Mann? Hallo, alter Mann, ich liebe dich! Geht auch nicht. Kann man den Drachen umarmen? Was meint ihr? Ganz gemeine Hinterrucks-Knüdelattacke! Funktioniert ganz offensichtlich nicht. Ich liebe dich, hallo! Lass uns... Ach, ich muss drücken, dass ich lieben will. Ich liebe dich, Drache. Ich liebe dich, liebe dich, liebe dich. Oh, jo, lass uns beste Freunde sein. Dieser Drache brauchte eindeutig etwas Zuneigung und Spots Umarmung kam zum richtigen Zeitpunkt. Sie wurden sofort zu BBFs... Nee, BFFs. Spielten zusammen und aßen jeden Tag gewalttätige Helden. Aww. That's cute. Das Abendessen gestern Abend beim Drachen war fantastisch, aber die Prinzessin war immer noch in Gefahr. Beeil dich, Spot. Ach, diese blöde Prinzessin. Ich hab doch schon meinen Traumgefährten gefunden. So, wir werden trotzdem weiterhin alle Leute umarmen. Ist doch ganz klar. Hier, Liebe für alle. Mehr Liebe auf der Welt. Ja. Ich liebe dich. Ich liebe dich, kleine Wache. Spot sprang in die Arme der Wache. Oh nein, landete aber auf dem Speer, den er schwang. Die Wache bewegte sich keinen Zentimeter, als das Herz von Spot aufgespießt wurde. Wie professionell. Richtig professioneller Dude, Leute. Richtig wie bei der Queen. Jetzt haben wir so einen Speer einfach in der Fresse hängen. Solche kraftvollen Sprungfähigkeiten können manchmal lästig sein. Spot korrigierte seine Effusivität und machte sich wieder bereit für das Abenteuer. Juhu. Jetzt haben wir so ein komisches Ding im Hals. Okay, also zwei Leute müssen wir auf jeden Fall noch knuddeln. Und zwar den
König und auch den Shopkeeper. Beim Shopkeeper bin ich sehr gespannt, wie der reagieren wird. Weil der hat ja inzwischen eine Pumpgun und mag uns eigentlich nicht so gerne. Du bist der beste König aller Zeiten! Spud sprang in die Arme des Königs und gab ihm einen epischen Kuss. Alle im Raum fühlten sich unbehaglich und unsicher, was sie tun sollten. Sie gingen langsam davon, um dem Monarchen etwas Privatsphäre zu geben. Oh mein Gott, man kann wirklich mit jedem knuddeln in diesem Spiel. Das ist süß, aber auch lästig, aber auch süß. Spud war jetzt die Königin des Reiches, aber das bedeutete nicht, dass er seinen guten alten Heldenjob aufgeben konnte. Ja, wir sind jetzt selber die Königin. Ja, wir haben ein neues Bild bekommen. Der erste König, der zweite König und die Königin hat auch ein Bild. Siehste mal. Alter Mann! Ich muss dir etwas ganz Dringendes sagen. Deine schönen lila Augen, dein kleiner Körper, dein super tolle Bart. Ich liebe dich! Königin Spud hörte den Worten des Älteren zu und begriff schließlich, was sie wirklich bedeuteten. Es war nicht mehr gefährlich, alleine zu gehen. Oh, sexy Bart, I knew it! I told ya. Ich liebe diesen Bart. Auch der Älteste war zu heiß für Königin Spud. Gleich nachdem er unseren Helden fallen gelassen hatte, ging er mit dem Landbesitzer fort. Königin Spud befand sich wieder alleine in seinem kleinen Haus. Seinem? Oh, keiner will uns richtig lieben. Wir vergeben so viel Liebe, aber keiner erwidert es. Ich bin kein Bastard, ich liebe dich! Wehe, der schießt uns jetzt. Königin Spud betrat den Laden mit einem verstörenden Blick und sprang über den Tisch auf den Ladeninhaber. Er packte seinen Nacken, bis er knackte. Oh, dann gründete er einen Gratis-Umarmungs-Shop, damit er seinen komplexen Gefühlen mit allen Kunden teilen konnte. Kunden. Gratis-Umarmungen. Und der alte Mann kommt. Haben wir jetzt ein Bordell aufgemacht, ja? Okay, da ist irgendwas runtergefallen, by the way. Das müssen wir uns gleich nochmal angucken. Das ist bestimmt da geblieben. Königin Spud hatte es satt, alle zu umarmen und beschloss, sein Leben zu verändern. Zeit für ein neues Abenteuer. Ich glaube, damit haben wir auf jeden Fall alles umarmt, was ging. Denn wir können auch die Entwickler-Dudes alle noch umarmen. Das kann natürlich auch sein. Guck, hier ist tatsächlich was. Gratis-Umarmungen. Ich will eine Gratis-Umarmung. Gratis-Umarmung. Nein, na gut, dann nicht. Gut, schießen wir uns einmal rüber. Ich habe mir eben noch das Schmuckstück geholt. Eventuell kommen wir wieder auf die linke Seite von dem Berg. Und da war nämlich dieses Schmuckrätsel. Da würde ich richtig gerne hin, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll, nachdem ich hier einmal auf der rechten Seite war. Ist auch eigentlich super dumm. Ich muss hier gar nicht sein, oder? Warte, ich glaube, ich komme da auch anders hin. Sind wir schon mal in Stacheln reingefallen? Es war eine ziemliche Leistung, von 18 Stacheln gleichzeitig durchbohrt zu werden. Königin Spud fühlte Schmerzen in jedem Zentimeter seines Körpers, lächelte aber optimistisch, weil er eine bizarre Leistung vollbracht hatte. Genau, immer das Positive sehen in den Leistungen, die man da bringt. Das war echt noch ein anderes Ende? Oh ja, dann hat sich das ja doch noch gelohnt. Schöne Sache. Wer hätte gedacht, dass es nicht tödlich sein könnte, 18 Löcher im Körper zu haben? Irgendwie war Königin Spud zurück in der Stadt und bereit, sein Abenteuer eine neue Chance zu geben. 18 Löcher? Ist doch gar nicht so schlimm. Ich glaube, der Mensch hat so auch ganz viele Löcher. Beide Ohren, beide Nasen, noch andere Geschlechtsteile. Also jeder Mensch hat mindestens 6 Löcher in seinem... Ne, 7. 7 Löcher in seinem Körper. Na Leute, könnt ihr sie alle aufzählen? Alle 7 Löcher? Schreibt es jetzt in die Kommentare! Vielleicht sind sogar 9 Löcher, wenn man die Augen noch mitzählt. Augenhöhlen, aber die habe ich nicht mitgezählt, Leute. Die Augen nicht. Weil Augen, da ist ja was drin. Die kann man auch nicht einfach rausnehmen. Mann, mit Vogel und dem Schmuckstück komme ich hier einfach nicht weiter. Das ist voll doof. Ich kann aber nicht hoch genug hüpfen mit diesem blöden Vogel. Das ist echt doof. Wir müssen dringend hier unten irgendwas machen. Aber ich weiß nicht wie. Also klar ist ja wohl auf jeden Fall, dass wir die Bomben brauchen. Aber das hatten wir letztes Mal auch schon. Was ist denn, wenn wir jetzt einfach mit unserem Enterhaken hier hochgehen? Kommen wir dann wieder in die Burg zurück? Nee, weil die Tür ist ja nicht offen. Das Tor halt. Ach warte, wir können hier hoch und uns rüberschießen lassen. Hey, dann geht das doch auf jeden Fall, oder? Wieso habe ich das nicht schon früher mal gemacht? Jetzt sind wir doch einfach beim Shop. Jetzt holen wir uns hier noch den Vogel. Und dann kommen wir doch auf jeden Fall ins Schloss zurück. Ja, geil, wir haben es endlich. Oh wehe, das funktioniert jetzt nicht mit der Bombe. Das wäre richtig sad. Okay, hallo Leute. Ich spreng jetzt die Burg in die Luft. Und ihr könnt mich nicht daran hindern. Stirb, Burg. Ah nein, ich glaube, wir waren hier schon mal mit der Bombe, ne? Hä, ich raff nicht, was man hier machen soll. Okay, wir holen uns trotzdem nochmal die Bomben. Und gehen hier trotzdem nochmal hoch. Aber diesmal gehen wir nicht in die Burg rein, sondern wir gehen einfach mal unter die Burg und gucken, ob da vielleicht irgendwas ist. Oh nee, oh, jetzt sterbe ich einfach. Ich komme nicht an die vorbei. Dude, kannst du die nicht töten? Hier, Bombenattacke. Oh Gott. Ich habe nur noch ein Leben. Okay, easy peasy. So, können wir hier vielleicht irgendwas mit unserer Bombe machen? Oh, wir... Was? Lol, man kommt hier einfach hoch? Okay, hier war ich auch noch nie. Das ist strange. Sind wir hier jetzt... Da können wir auf jeden Fall die Bombe hinfangen. Sind wir jetzt unter der Burg? Wo sind wir denn hier?
Ach, königliche Abwasserkanäle waren das. Das königliche Königreich, ach, doppelt gemoppelt irgendwie, hat alle mit Steuern belastet, seine öffentlichen Dienst geleistet und wurde immer vom Psychos regiert. Die Bombe von Spot direkt unter dem Thronsaal hat es geändert. Es war an der Zeit, dass jemand etwas unternahm, anstatt nur zuzusehen. Okay, das können zwei Referenzen sein. Entweder von V wie Vendetta, der Schwarzpulver-Vorfall da, oder das, der Schwarzpulver-Attentat aus England. Oder aber, kleiner Spoiler, in GOT, da ist die Kathedrale auch in die Luft gesprengt worden. Eins von beiden, Leute, garantiert. Cool, Königreich kaputt, alles easy. Spots Staatsstreich etablierte ein demokratisches System, in dem jeder seine Meinung durch Abstimmung äußern konnte. Bei der ersten Wahl gewann der reichste Mann der Stadt und bald war alles wieder so, wie es vorher war. Na toll, hat gar nichts gebracht, Widerstand lohnt nicht, GG. Das haben wir ja auch bei Artikel 13 gemerkt. Und mit diesen schönen Abschlussworten würde ich sagen, was ist das dann mit dieser Folge? Wir haben nicht mal die Prinzessin gesehen, doch wir haben sie gesehen, weil wir sie selber waren in dieser Folge. Und dann, wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst ein Like da. Ich will die Folgen jetzt ein bisschen kürzer machen, davon bisschen mehr schneiden. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.